Die Hirnforschung ist eine der faszinierendsten Wissenschaften unserer Zeit. Daran forschen tausende exzellenter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Naja, und Dr. Mondino, der ist schon wieder viel zu spät dran. Hey, Dr. Mondino, aufwachen! Dann kann die Vorlesung ja losgehen. Was ist denn nun noch? Oh, hoppla! Offensichtlich hat Dr. Mondino noch seine Schlafanzughose an. Die ganze Situation ist ihm natürlich extrem peinlich. Er würde am liebsten im Erdboden versinken. Aber was ist Scham überhaupt und wie entsteht sie? Das Schamgefühl tritt dann auf, wenn uns etwas peinlich ist. Manchmal reicht es sogar aus, sich nur vorzustellen, wie unangenehm eine Situation sein könnte, um sie zu empfinden. Zudem ist Scham oft von Körperreaktionen wie Rotwerden oder gar einer Schockstarre begleitet. Beeinflusst werden diese Reaktionen durch das vegetative Nervensystem, das unbewusste Funktionen wie Herzschlag, Atmung und Verdauung steuert. Das vegetative Nervensystem besteht aus zwei Teilen, dem sympathischen und dem parasympathischen Nervensystem. Diese beiden Systeme wirken oft gegensätzlich. Der Sympathikus bereitet den Körper auf Stress oder Gefahren vor, indem er die Herzfrequenz erhöht und die Durchblutung der Muskeln steigert. Der Parasympathikus hat eine beruhigende Wirkung und senkt den Herzschlag sowie die Atmung. Wenn wir uns schämen, kann eine Fehlreaktion des vegetativen Nervensystems ausgelöst werden, bei der beide Teile aktiv sind. Das Ergebnis? Man wird rot, schwitzt, möchte am liebsten fliehen oder erstarrt vor Schock. Im Gehirn sind insbesondere zwei Bereiche aktiv, wenn wir uns schämen. Der präfrontale Kortex und die Insula. Letztere spielt eine wichtige Rolle für unsere Fähigkeiten, Empathie und Mitgefühl zu empfinden. Es ist auch diese Region, die unter anderem aktiv ist, wenn wir uns fremdschämen. Fremdscham tritt auf, wenn wir es peinlich finden, wie sich jemand anderes verhält. In unserem Gehirn sind dabei insbesondere die anteriore Insula und der anteriore singuläre Kortex aktiv. Diese Regionen sind auch aktiv, wenn wir Mitgefühl bei körperlichen Schmerzen anderer empfinden. Fremdscham ist also tief in unserem Gehirn verwurzelt und mit unserer Fähigkeit zur Empathie verbunden. Wenn wir uns bewusst mit Schamgefühlen auseinandersetzen, können wir lernen, in vermeintlich peinlichen Situationen gelassener zu reagieren. Dr. Mondino hat seine eigene Methode gefunden, um zukünftig nicht mehr in seiner Schlafanzugshose vor dem Hörsaal zu stehen.